Hallo, hallo zum zweiten Teil von unserem Babyschürchen. Also, was haben wir im ersten Teil? Haben wir eben diese Sohle gearbeitet und diese seitliche Schrägung und haben jetzt unseren Maschenmarkierer von der Mitte aus 10 nach links, 10 nach rechts gesetzt. Nun arbeiten wir diese sechste Runde. Und zwar arbeiten wir jetzt bis zum Maschenmarkierer, also bis zu diesem hier, arbeiten wir jetzt halbe Stäbchen. Also halbe Stäbchen bis hierher. Wir entfernen diesen Maschenmarkierer, können auch gleich den von der Mitte entfernen. Es bleibt nur noch dieser drinnen. Also wir haben jetzt diese halben Stäbchen gemacht und arbeiten jetzt bis zu diesem Maschenmarkierer, arbeiten wir im Wechsel zwei halbe Stäbchen und zwei zusammen, also eine Abnahme. Also wir arbeiten zwei ganz normale halbe Stäbchen, 1, 2 und die Abnahme, die ich hier verwendet habe, sieht so aus. Ich habe einen Umschlag gemacht und fahre nur in dieses vordere Maschenglied und gleich ins nächste vordere Maschenglied. Also ich zeige euch das hier nochmal. Also in diese Maschenglieder, also hier habt ihr euer V wieder und hier nehmen wir jetzt nur das vordere Maschenglied. Also einen Umschlag ins erste vordere Maschenglied und ins nächste. Ich hole den Faden und muss die Nadel etwas drehen, damit ich es ganz durchziehen kann. Also ich finde es eine sehr unsichtbare Art der Abnahme. Ihr könnt natürlich auch die machen, die ihr könnt oder gewohnt seid. Ich mache es auf diese Art. So, dann wieder zwei ganz normale halbe Stäbchen. 1, 2. Und wieder eine Abnahme, also wieder hier ins erste, ins zweite Maschenglied, den Faden holen und etwas drehen, dass man ganz durchkommt. Und wieder zwei normale, 1, 2 und wieder eine Abnahme in die vorderen Maschenglieder, Faden durch und ganz durch. Wieder zwei normale halbe Stäbchen arbeiten, 1, 2 und wieder ins vordere Maschenglied, wieder ins vordere Maschenglied, Faden holen, leicht seitlich durch alle durch. Also wieder 1, 2 und wieder ins vordere Maschenglied. Könnt jetzt den Maschenmarkierer entfernen und arbeitet. Also, wir haben dies hier gemacht und machen jetzt wieder nur halbe Stäbchen bis zu unserem runden Anfang. Nur
halbe Stäbchen. Mit einer Kettmasche schließen. Und du siehst, hier beginnt leicht diese Rundung. Dasselbe machen wir jetzt wieder. Wir markieren uns jetzt von der Mitte aus 8 Maschen. Also wieder zur Mitte falten. Maschenmarkierer setzen und 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8 zur Seite, 8 zur anderen Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also wir haben das. Arbeiten jetzt wieder halbe Stäbchen bis zum Maschenmarkierer. Wir entfernen den Maschenmarkierer, auch den mittleren können wir schon entfernen. Und beginnen, also haben jetzt hier diese halben Stäbchen gearbeitet und beginnen jetzt damit, dass wir 2 gemeinsam abmaschen und 2 halbe Stäbchen, also genau umgekehrt als wie in der Vorrunde, aber das ganz gleiche Prinzip. Also wieder nur ins vordere Maschenglied, Faden holen und durch. Und dann 2 normale halbe Stäbchen arbeiten. Und das im Wechsel bis zu diesem Maschenmarkierer. Also ins vordere Maschenglied. Und dann wieder 2 normale. 1, 2. Und wieder zurück. Nur halbe Stäbchen arbeiten. Also wir sind jetzt hier. Mit einer Kettmasche schließen. Also haben wir dieses gemacht.
So sieht jetzt ein Schürchen aus, bis jetzt. Also ich finde die Abnahmen relativ schön, aber wie gesagt, es gibt da viele verschiedene Techniken. Wenn dir eine andere leichter fällt, bitte mach diese Variante, wie du sie kannst. So, in der achten Runde arbeiten wir jetzt ähnlich. Wir markieren uns wieder die Mitte. Und zählen 4 nach rechts. 1, 2, 3, 4. Muss man sich eigentlich nicht markieren. Kann man. 1, 2, 3 und 4. So, wir arbeiten. Halbe Stäbchen. Bis zum ersten Maschenmarkierer. Maschenmarkierer entfernen. So, also bitte zusehen, wie ich das mache. Einen Umschlag. Ich steche ein und nur durch die ersten beiden durch. Ich habe 2 Schlingen auf meiner Nadel. Ich mache wieder einen Umschlag, steche in die nächste Masche ein. Hol den Faden durch und wieder nur durch 2 durch. Ich habe jetzt 3 auf meiner Nadel. Ein Umschlag ins nächste hinein, Faden holen und durch 2. Ich habe jetzt 4 auf meiner Nadel. 4 Schlingen. Das mache ich jetzt bis zum Maschenmarkierer. Also einstechen, Faden holen, durch 2. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2. Umschlag, einstechen, Faden holen. Faden holen und durch 2. Das ist jetzt 8 bereits auf deiner Nadel. Umschlag, Faden holen und durch 2. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch 2. Siehst. Was wir jetzt machen, wir holen uns den Faden und ziehen ihn durch alle Maschen durch. So sieht es aus. So, eine Kettmasche. Und wir haben das gemacht. Kommen wir jetzt zur zweiten Seite. Also wir arbeiten jetzt hier weiter. Halbe Stäbchen zuerst bis zum runden Anfang. Halbe Stäbchen. Thank you.
Und eine Kettenasche schließen. Beziehungsweise noch eine. Und wir schneiden den Faden ab. So, das ist bis jetzt unser Schürchen. Wir zählen jetzt hier diese Maschen ab, rundherum. Also all diese Maschen zählst du jetzt ab. Also in meinem Fall habe ich hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. Ich habe 38 Maschen hier rundherum. Und nun brauche ich eine Zahl, die teilbar durch 7 ist. Also, ja, die nächsthöhere, und ich brauche eine höhere, die ist eben die 42. Das heißt, mir gehen 4 Maschen ab, zwischen 38 und 42, ja. Und diese 4 Maschen, also diese 4, schlage ich jetzt an, 1, 2, 3, 4. So, und nun überlegst du dir, wo du die Öffnung haben möchtest von deinem Schürchen, also ob du jetzt zuerst den linken machst, also auf dieser Seite beginnst, oder ob du eben hier beginnst. Auf dieser Seite. Ob du das weiter vorne oder weiter hinten machst, ist ganz egal. Also ich würde es nicht zu weit vorne machen, sondern eher schauen, dass ich es auf der Seite hier mache. Aber wo genau, ist ganz egal. Also ich habe meine 4 Maschen angeschlagen und arbeite jetzt hier rundherum feste Maschen. Also hier, meine 4 Maschen, in jedes Glied eine feste Masche. Diesen Faden könnt ihr gleich mit einhäkeln, euren Endfaden, und braucht ihr ihn später nicht vernähen. Also das waren eben diese festen Maschen rundherum. Nun beginnen wir mit der 10. Runde, beziehungsweise es wird jetzt in Reihen eigentlich gearbeitet.
Wir machen jetzt 3 Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und wenden das Ganze und arbeiten in dasselbe Loch ein Stäbchen hinein. Also ins gleiche Loch. Also wir haben 3 Luftmaschen, ein Stäbchen ins selbe Loch gearbeitet. Dann machen wir jetzt eine Luftmasche und überspringen hier 2 Maschen der Vorrunde und machen ein Stäbchen in die dritte Masche. Also unten haben wir jetzt 2 übersprungen, machen ein Stäbchen, dann kommt wieder eine Luftmasche. Wir überspringen wieder 2 und ins dritte arbeiten wir wieder ein Stäbchen und noch ein Stäbchen, also 2 Stäbchen. Also es ist jetzt immer im Wechsel. Einmal mache ich 2 Stäbchen, einmal ein Stäbchen, 2, 1, 2, 1. Das die ganze Runde entlang. Also wieder eine Luftmasche. Hier habe ich euch das aufgeschrieben. An dieser Zeile. Also eine Luftmasche, 2 überspringen, in die dritte Masche einstechen. Und ein Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche, 2 Maschen überspringen, in die dritte Masche, 2 Stäbchen. Wieder eine Luftmasche, 1, 2 überspringen, in die dritte, ein Stäbchen. Also ihr seht im Wechsel, es ist immer 2 Stäbchen, 1, 2, 1, 2, 1. Immer dazwischen eine Luftmasche machen und 2 Maschen überspringen. Bis zum runden Ende. Also ganz rundherum, auch auf die Luftmaschenkette, da habe ich mich anscheinend um eine Masche verzählt und eine zu wenig gehabt. Also es ist nicht ganz so dramatisch, wenn es sich mal um eine Masche oder so nicht ausgeht. Oder vielleicht habe ich mich auch hier verzählt, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber wie gesagt, das ist keine Tragik. Also diese, wir haben sozusagen, das ist unser Gerüst für unsere Schuppen, die wir jetzt dann gleich arbeiten. Also für diese Schuppen ist das unser Gerüst. Ja, diese Reihe geschafft. Und wir beginnen jetzt mit dem Schuppenstich. Und dafür machen wir jetzt eine Kettmasche. Drehen das, dass es zu uns her sieht. Und arbeiten jetzt hier um dieses
Stäbchen. Je nachdem, wie groß du deine Schuppen haben möchtest, ob du jetzt halbe Stäbchen oder ganze Stäbchen arbeitest, ist eigentlich egal, ja, wie du es möchtest. Ja, also die, mit ganzen Stäbchen werden sie natürlich größer, die Schuppen, und mit halben Stäbchen etwas kleiner. 2. Ich arbeite jetzt 5 um dieses Stäbchen. 3, 4 und 5. Jetzt wende ich das etwas. Also ich arbeite jetzt immer in diesen Zweier, wo ich vor in der Vorrunde diese 2 Stäbchen gemacht habe. Und arbeite, wenn du dir anders leichter mit der Handhabung tust, kannst du es natürlich auch so machen. Ich finde es mit dem Hin- und Herdrehen eigentlich am einfachsten. Jetzt hier in dieses zweite Stäbchen der Vorrunde wieder 5 Stäbchen oder halbe Stäbchen, was du dir halt ausgesucht hast. 3, 4 und 5. Tada! Unsere erste Schuppe. Auf das Stäbchen der Vorrunde arbeiten wir eine Kettmasche. Dann arbeiten wir wieder um ein, also von diesen Zweierpärchen der Vorrunde, arbeiten wir wieder 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Ich drehe das etwas und arbeite jetzt in das zweite Stäbchen wieder 5 Stäbchen hinein. 2, 3, 4, 5. Also wenn du ganz dünne Wolle hast, kannst du auch mehr hineinarbeiten. Also ich habe es auch schon mal mit jetzt einer ganz dünnen ausprobiert gehabt. Da habe ich dann zum Beispiel 7 hineingearbeitet auf jeder Seite. Aber eben, so sollte es aussehen. Wenn es so aussieht, ist gut. Wenn noch viel Platz ist, kannst du eben mehr hineinarbeiten. Wieder auf dieses Stäbchen der Vorrunde eine Kettmasche. Und wieder in diese Zweier 5 Stäbchen. Und das wiederholt sich jetzt die ganze Reihe entlang. 4, 5. Ich drehe das auf die andere Seite, einen Umschlag und arbeite ins zweite. 1, 2, 3, 4 und 5. Eine Kettmasche und wieder. 1, 2, 3, 4 und 5.
So sieht eure erste Reihe jetzt aus. Wir haben auch deswegen diese Luftmaschenkette angeschlagen. Vielleicht versteht ihr jetzt das Prinzip. Wir werden hier diesen Knopf annähen und dann eben durch diese Schuppe schließen. Die kommt sozusagen drüber auf die andere drauf. Also. Hier kommt dann Knopf drauf und mit dem wird dann geschlossen. So, also wie hoch ihr jetzt das Ganze macht, ist natürlich auch euch überlassen. Ich zeige euch jetzt noch eine zweite Runde. Und diese zwei Runden, müsst darauf achten, müsst ihr immer versetzen. Warum versetzen? Damit eine hier ist. Also wir haben unten eine und seitlich. Weil wenn wir es nicht versetzen würden, wären alle oben obereinander. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diese Versetzung haben. Also ich arbeite jetzt drei Luftmaschen und schließe das in mein letztes, in meine letzte Schuppe. So, nun beginne ich und arbeite. Ja. Ein Stäbchen mitten in diese Schuppe hinein. Eine Luftmasche. Und dort, wo vorher mein Stäbchen aus der ersten Runde war, hier drauf arbeite ich jetzt zwei Stäbchen. Könnt ihr das sehen? Also hier in diesem war vorher mein Stäbchen. Runter, also wir haben ja die Schuppe um die beiden Stäbchen gearbeitet. Das eine haben wir nur mit einer Kettmasche. Und auf dieses einzelne Stäbchen arbeiten wir jetzt die zwei Stäbchen. Ansonsten arbeiten wir es gleich wie die erste Runde, die wir vorher, also dieses Gerüst, das wir gebaut haben. Wieder eine Luftmasche und in die Schuppe hinein ein Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche und auf dieses Stäbchen zwei Stäbchen arbeiten. Also wir bauen uns wieder das Gerüst auf und wieder im Wechsel zwischen zwei Stäbchen, ein Stäbchen, zwei Stäbchen, ein Stäbchen. Wie wir es auch in der ersten Runde hier unten gemacht haben, in dieser Runde. Und das auch wieder die ganze Runde entlang. Hier hatten wir zwei, dann in die Schuppe eines, eine Luftmasche, hier auf das Stäbchen zwei, eine Luftmasche in die Schuppe, also hier direkt kannst du reinarbeiten. Ein Stäbchen, eine Luftmasche auf das Stäbchen, auf das einzelne, wieder zwei Stäbchen arbeiten. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche. Und hier zwei Stäbchen. Eine Luftmasche. Ein Stäbchen. Eine Luftmasche. Zwei Stäbchen. Eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche,
zwei Stäbchen. Eine Luftmasche und ins letzte auch ein Stäbchen. Machen eine Wendeluftmasche und beginnen. Brauchen eigentlich hier jetzt nichts machen. Ja, na, ja, man kann eine Kettmasche drauf arbeiten. Also, Fußlerei. Arbeiten jetzt gleich wieder unsere Schuppen. Also wieder 5 Stäbchen. 3, 4 und 5. Andere Seite. Also immer wieder auch in die 2 Stäbchen der Vorrunde arbeiten wir. Wieder eine Kettmasche und wieder 5 Stäbchen. So, ihr seht, das versetzt sich, also das ist da hier zwischen den beiden drüber und eben hier auf der letzten machen wir unseren Knopf an. Also die ganze Runde entlang und dann wiederholt ihr nur diese beiden Runden, Reihen eigentlich, sind es Reihen, weil es ist ja offen gearbeitet. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Wirklich nicht sonderlich schwer, immer eine Runde Gerüstbau. Ob ihr jetzt das 2, 3, 4, 5 Runden hoch macht, was euch lustig vorkommt, macht wie ihr möchtet und eben hier dann den Knopf annehmen. Dann zusammen und rundherum. Ja, fertig ist euer Schüchchen. Also, ich zeige jetzt nicht mehr die ganze Runde, denn es wiederholt sich nur noch. Also immer eine Kettmasche, 5 Stäbchen, 5 Stäbchen, Kettmasche. Was wir auch in der ersten Runde gemacht haben. Und das Gerüst haben wir jetzt auch auf beiden Seiten aufgebaut. Also ihr arbeitet immer die 2 Stäbchen vom Gerüst auf das Stäbchen der Vorrunde und eines in diese Schuppe hinein. Das war's. So funktioniert dieser Babyschuh. Ich finde ihn eigentlich so süß. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich habe das gut verstanden und ich konnte es einigermaßen erklären. Wenn es euch gefallen hat, abonniert doch bitte meinen Kanal. Ich würde mich freuen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Nele.